Normalerweise verplanen wir den ganzen Tag und im Tag die ganzen Stunden. Und dabei kommen wir selbst zu kurz. Zu Beginn meiner Berufstätigkeit, als ich noch therapeutisch arbeitete, hatten wir einen Spruch. Der gute Therapeut arbeitet 50 Minuten mit seinem Patienten und in den 10 Minuten bis zum nächsten Termin macht er sich die Notizen. Der entspannte Therapeut aber macht sich in diesen 10 Minuten zwischen den Terminen eine gute Tasse Tee. Kapiert? Wir sollen und können auch gar nicht pausenlos arbeiten. Und selbst die Wissenschaft bestätigt, gebündelte Einheiten auf 50 Minuten, gefolgt von 10 Minuten Pausen, intensiven Pausen, helfen viel, viel mehr als pausenloses, heftiges Durcharbeiten. Du magst vielleicht den Eindruck haben, du schaffst mehr, wenn du ohne Pause arbeitest. Aber glaube mir, auf Dauer zahlt sich das nicht aus. Denn am Ende musst du viel mehr für die Erholung reinholen. Und diese 50-10-Taktik, das sollte kein laues Vorhaben sein, sondern eisern eingehalten werden. Das heißt, dass du dich mit deinem Wecker disziplinierst. Nach 50 Minuten pinkst du dich aus der Arbeitssession, lässt wirklich den Griffel fallen und machst Pause. Gehst zur Kantine, holst dir einen Kaffee, quasselst mit den Kollegen. Und nach 10 Minuten pinkt dich dein Wecker wieder in die nächste Session. So geht's.